Ich komme! Phasmo hat ein sehr großes Update hinter sich, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Wir haben jetzt unter anderem Max Blackmore stehen. Haben wir jetzt hier Max Blackmore stehen, guck mich nicht an. Wir haben jetzt hier so ein Abzeichen bekommen. Wir wurden alle Prestige gesetzt. Und das fangen quasi wieder von unten an. Alle Items sind jetzt upgradebar. Also das Notizbuch ist tatsächlich jetzt das Geisterbuch. Das sind die Dots, sehr kacke und ja. Ja. Oh, ich gehe schon mal los. Also die Dots sind wirklich, das ist eine Tortur, damit irgendwas zu können. Ja, also es ist wirklich so, vor allem in größeren Räumen, unmöglich. Unmöglich. Ja. Hallo. Keine Spillo. Oh, das ist ja schon der Sicherungskasten. Waren hier nicht irgendwo die Tarot-Cards? Ja, ich glaube. So, eigentlich will Cards nicht keine. Ich glaube, die liegen dann eigentlich hier auf dem Tisch. So, ein Sicherungskasten erstmal hier. Direkt gefunden. Sicherungskasten ist an. Sicherungskasten ist an. Oh, Max. Komm mal in die Garage. Ich komme. Oh. Ich hab's aus Versehen aktiviert, ich wollte es aufheben. Achso, ja, okay. Gut, das ist ja. Wollen wir das erstmal hier wegheben? Okay. Wollen wir irgendwas fragen? Wo haben wir denn die Versteck? Das hier hinten in der Ecke zu? Ne, das ist offen. Also kann man das einfach hier legen, nicht? Das ist ein Versteck. Oder weißt du da, wo ich. Ich hab eine Tür gehört. So, ich lass das mal. Max weiß mehr, wie man mit dir spricht. Ich frag einfach nur, wo er ist und danach sind wir down. Nach killt er uns. Okay, das ist tatsächlich. Die Tür hat er hier gemacht. Ja. Ich guck mal kurz nach. Ja, ich sehe einen Geister auf, Max. Und hier ist Atem. Gut. Bist du? Huch. Kann meine Kamera weggehauen? Die Kamera brauche ich auch nicht mehr. So, tatsächlich. Hat Max jetzt hier probiert, mit dem Geist zu sprechen. Verzweifelt. Gib uns ein Zeichen. Oder nur mir. Gib mir ein Zeichen. Nein, es ist jetzt ein bisschen schwieriger, einige Dinge rauszufinden. Vor allem mit den schlechteren Items, vor allem Dots. Das Textbook hat kleinere Reichweite. Ja. So, gib uns ein Zeichen. Komm mit dem Thermometer. Na los, gib mir ein Zeichen. So, hier sehe ich nichts, aber vielleicht ist die Zeit schon abgelaufen. Ja, das kann sein. So, dann nehme ich das Thermometer in die Hand. Sinkt das noch? Nö. Ja, Gefriertemperatur können wir ausgrenzen. Ah, die Reichweite sieht man. Ja. Ja gut, die ist gar nicht so klein, wie ich dachte. Ja, genau. Brauchen wir noch irgendwas? Licht habe ich. Wollen wir mal kurz mit dem Jutra-Bett? Vielleicht können wir nochmal eine Bewegung der Tür oder sowas herbeirufen. Weiß ich nicht, weil man kann ja eigentlich Fragen stellen. Na gut. Gib uns ein Zeichen. Ich hole nochmal Dots, das ist das Schwierigste. Hallo. Ist jemand hier? Hallo. Max? Hast du ja die ganze Zeit schon eine Box? Nö. Okay. Bist du hier? Kannst du mich hören? Wo bist du? Irgendwo gegen eine Tür übrigens. Ja, ich such grad. Und? Du suchst die Tür? Achso. Ich muss natürlich auch den EMF-Meter anmachen. Ja, hier vorne die Tür. Hier? Weiß ich nicht, eine von denen halt. Ich sehe nichts, da würde ich Fingerabdrücke auch einfach mal auskrauen. So, ich war nicht weiter mit dem Sprechen erstmal. Ja, mach. Wo ist denn die Box? Ach, bist du hier? Wo bist du? Ich lasse mal alleine drin. Er schafft das schon. Der ist schon groß. Okay, bis jetzt hat er nicht so wirklich Bock mit mir zu sprechen.
So, die Dots finde ich sehr kacke. Inzwischen. Hallo. Ist es normal, dass ich meinen eigenen Atem andotze? Ja, das ist ja. Das ist wirklich schwierig, mit den Dots irgendjemanden zu erkennen. Also selbst, also ich hoffe wirklich, dass Dots das erste Upgrade sind, was wir kriegen. Nee, ich glaube nicht. Ja, komm. Ich geh mal kurz durchs Buch. Ich verstehe gar nicht, die haben so viel, würde ich schon auskauen, wirklich. So. Nämlich das, was ich alles schon auskauen. Ist er aber krass, ist er überhaupt nicht irgendwie aktiv? Ja, ich habe keine Ahnung. Also, wir haben Geisterhop gesehen, das war's bis jetzt. Auf die Box hat er nicht reagiert. Gefriertemperatur haben wir auf gar keinen Fall. Das Buch deckt eigentlich auch den ganzen Raum so ziemlich auf. Dots finde ich nicht. EMF, keine Ahnung. Das ist sowieso schon damals immer ein Coilflip gewesen. Ja, weißt du, ist halt auch die Sache beim Buch, wenn der, oder auch bei den Dots, wenn der halt die ganze Zeit null Aktivität hat gefühlt, wenn der damit nie interagiert, dann interagiert er halt damit nicht. Ich glaube aber, Fingerabdrücke können wir auskauen. Ich denke, da hat gerade hier draußen das Licht ausgeschaltet. Ach, den Sicherungskasten. Wir haben EMF5. Sicherungskasten ist wieder an, den hat er ausgeschalten. Keine Fingerabdrücke, also das würde ich, die Ultraviolett würde ich auskrauen. EMF5. Wir haben Radio. Nee, wir haben Radio. Komm mit. Max. Naja, ich habe halt noch nie alles ausgekaut. Also das, was ich ausgekraut habe, ist Ultraviolett und Gefriertemperatur. Ja, und ich habe nur Gefriertemperatur. So beim Radio. Lass mal kurz gucken. Genau. Ich würde mal gucken, was. Also ich würde ihn mal provozieren, dass wir da mal finden, was der kann. So. Ein Radio kann elektrische Geräte in der Nähe Strom entziehen, wodurch ja schneller, sehr schnell bewegen kann. Radio stören ständig elektrische Geräte, sodass sie beim Angreifen leichter aufzuspüren sind. Haben wir da sowas gemerkt? Eigentlich nicht. Aber beim Radio kann man leider auch nicht wirklich provozieren. Also ich würde sagen, wir gehen raus oder suchen noch den Knochen. Also wir sind ja auch nur über 50% Sanity, ja, wir gehen den Knochen. Ja, wir gehen so den Knochen. Dann noch eine Jagd und können dann, dann können wir auf jeden Fall Fingerabdrücke ausschließen. Also danach können wir halt gucken, ob oder ob nee, weil... Also dann können wir es zu 100% wirklich ausschließen. Ah, okay, warte. Ja, dann nehme ich gleich mal das Ding mit. So. Direkt mal in die Badewanne gucken. Da verstecken die es häufig, die Schweine. Und dann Keller. Keller ist auch immer eine gute Sache. Ich habe ihn hier oben. Was denn oben? Alles klar. Alles klar, Lu. Klärchen. Warte, jetzt hab ich's! Ich hab's! Ringo! So, wollen wir jetzt noch ein bisschen Reacher-Board-Action? Einfach mal ein paar Fragen stellen. Hinten in der Ecke? Genau. Und das Licht lassen wir hier an, damit er schneller wird. Warte, Max. Verstell doch keine Frage. Die Dots werfe ich hierher, dass wir sehen, wenn er die stört. Triggern wir jetzt eine Jagd, oder? Mit dem? Ich stell einfach mal ein paar Fragen. Wie geht's dir? Ja. Er macht Türen. Lichter flackern. Noch jagt er, glaube ich. Goodbye. Also ich denke, wir wissen jetzt, dass es ein Radio ist.
weil er die Lichter zum Flackern gebracht hat. Weiß ich nicht, ich hab, bei mir hat nicht geflackert. Bei mir haben die Lichter richtig geflackert. Also ich würde sowas von sagen, Ari. Max, ich bin gerade draußen, ne? Wir haben alles, was wir nehmen. Außer dein Love. We need your love. Ich komme! Max, wo willkommen? Max, der Kamera? So, da gehen wir raus. Wir wissen, es ist ein Rayo. Blöd für Max gelaufen. Dass er dann direkt hinter ihm gespawnt ist. Auch so schnell. Anscheinend war die Sanity wieder sehr low durch das Userboard. Ich habe Max jetzt nochmal fotografiert, damit wir den Erlös, damit er den Erlös kriegt vom von der Versicherung, damit er wieder ein bisschen Geld zurückkriegt. Ansonsten dürfte man hier fertig sein. Rayo, bist mal ziemlich sicher, die Lichter haben geflackert, ne? Warte, ich glaube, flackern die bei jedem Geist, das weiß ich gar nicht. Aber ich denke es zumindest. Es war ein Rayo. Hey, nice.